Morgen Leute, Mittwoch, der 4. Dezember, 6.30 Uhr und die Wetterlage hat sich etwas verbessert. Wir möchten heute unbedingt noch nach Ranon kommen, dann werden wir wieder halbwegs im Zeitplan. Himmel sieht besser aus als gestern, Regenwahrscheinlichkeit 20% heute. Kurz etwas zu unseren Ausgaben. Pro Tag geben wir etwa 1000 bis 1200 Watt aus. Darin enthalten sind alle Kosten für Essen und Getränke, für die Unterkünfte und für das Betanken des Motorrads. Vor 6-7 Jahren ging das noch wesentlich preiswerter. Ein kleines Problem haben wir. Da wir nur mal kurz vor Ort sind, können wir die Wäsche nicht waschen lassen. Wir wurden einige Male nass, die Wäsche trocknet nicht und wandert immer wieder nass, wie sie ist, in die Koffer. Dadurch haben wir mehr Gewicht und langsam fängt das Zeug an zu müffeln. Mal sehen, wie wir das wieder geregelt bekommen. Auch nicht schlecht hier das Haus auf Stelzen. Kai packt noch und gegen 7 Uhr können wir sicher losfahren. Heute mal nicht auf einer Nebenstrecke unterwegs, sondern auf einer sehr gut ausgebauten Straße. Nicht ganz so kalt wie vorgestern und vor allen Dingen kein Regen. Entfernen uns allerdings vom Meer. Und die Strecke wird kurviger. Die Hauptstraße. Sind sehr viele Gärtnereien hier in der Nähe, auf der ganzen Strecke. Scheint fruchtbarer Boden zu sein. Kai hat wieder was zu essen gewittert. Und da hinten geht es in die Berge scheinbar. Ihr hört aus dem Wagenausverkauf. Und die haben wieder Spaß. Hinein. Ja, die haben eure Freunde. Die haben eure Freunde. Anni, Kaya, Rai, Grab. Bang, 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 bang. Oh, 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 oh. Bang, bang. Da hinten ist Kai. Pick Kai. Da ist Ausbeute. Mein Bang. Abad, mein Bang. Ja, und hier sind wir gerade. Sind noch 34 Kilometer bis zur Route 4.
auf der Strecke wieder einige Baustellen. Die Straße wird verbreitert. Nicht so dolle, viel Rollsplitt unterwegs. Die Strecke ohne Koffer zu fahren, würde doppelt so viel Spaß machen. Die Fahrten am Meer langs, super, kann man nichts gegen sagen. Aber für einen Motorradfahrer sind Kurven das Salz in der Suppe. Also, heute fühle ich mich rundum wohl. Meine Sozia, die Koi, leider nicht so ganz. Da kommen manchmal Schläge in den Nacken. Und mit der 250er tue ich mich doch ziemlich schwer hier in den Bergen. Koi friert heute. Ich habe die Kälte gar nicht so empfunden. Die Kurven machten einfach Spaß. Hier gibt es mindestens 50 dieser Shops. Alle verkaufen das Gleiche. Keine Ahnung, was in den Pfützen ist. Ja. Ach, die Dinger hier, so eine Art Dampfnudeln. Teilweise süß, teilweise ist da Schweinefleisch drin. Und die Gegend scheint bekannt dafür zu sein. Werden dann in so Döschen verkauft. Das Happy New Year Transparent hängt auch schon Jahre hier, würde ich mal annehmen. Und wir haben einen Kaffee gefunden. Glauben wir mal, denken wir mal. Stimmt, ein Kaffee. Und unser Käffchen, Tee. Keine Ahnung was. Wir sind noch ca. 40 Kilometer von Ranong entfernt. Und so sieht es praktisch auf der ganzen Strecke aus. Berge, Palmen, super tolle Landschaft. Nicht zu vergessen die vielen Kurven. Da muss ich doch mal kurz hochspurten. Ziemlich außer Atem, meine Güte. Naja, aus der Ferne sah das alles ein wenig imposanter aus. Nochmal ein kurzer Zwischenstopp. Und ich spaziere direkt mal zu dem kleinen Wasserfall hier vorne runter. Einfach klasse. Kumpel von mir. Da könnt ihr mal sehen, was im Straßenbau für Erdmassen bewegt werden. Die Baustellen wieder höchst unangenehm. Fütterung des Raubtiers. Ihm schmeckt's. Wir kamen putzmunter in Ranong an und quartierten uns im Dollarhaus ein. Zimmer ab 400 Watt. Den Tipp bekam ich von einem Öscher Jong. Nochmals vielen Dank dafür. Das Dollarhaus, der Parkplatz. Alles so kleine Bungalows. Hier rechts entsteht ein Neubau. Wir nahmen Zimmer 10. Ventilator reicht uns vollkommen aus momentan. Ich habe eh die Nebenhöhlen wieder mal entzündet. Kleine Terrasse. Dort darf geraucht werden. Doppelbett, Ventilator, Kühlschrank, kleiner Tisch, Dusche,
Handwaschbecken und WC vollkommen ausreichend. Mal sehen, ob ich später noch ein Video von Ranong aufnehme oder wieder mal ohne Kamera unterwegs bin. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.